Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 auf der Belgic Profonte. Ich muss es hier endlich mal die Kabel wegräumen, die nerven echt. Wie mache ich das? Ich überlege auch gerade, wozu brauche ich denn die? Mit dem New Holland macht der hier nicht noch Sinn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den müssen wir auch mal. Räumen wir ein bisschen auf. Mal ein bisschen auf. Ich kann auch noch mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Warte mal. So, machen wir hier auf fünffach. Und den erstmal sauber hier. Dass wir die mal wieder wegfahren können und ja, der dann einsatzbereit ist. Bringt ja auch nichts, wenn hier dauernd alles nur Raum steht, das nervt ja auch, denn die nächste Ernte kommt bestimmt. Ja, was haben wir heute vor? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gras mähen. Mal gucken, ob das dann noch klappt. So. Und ich muss auch noch Wasser noch verteilen für die Tiere. Ich überlege jetzt gerade, wo wir uns den Traktor hinstellen. So, packt man erstmal hier unten in die Halle, das geht auch. Da ist ja noch aktuell Platz. So. Dann ist er auch erstmal verstaut. Und wir nehmen jetzt mal... Ah, hier habe ich noch Kalk drin. Das schütte ich erst nochmal zurück. Nächstes Mal mache ich das dann auch mit dem Kalk auf den nicht bepflanzten Boden. Jetzt gibt es wieder Mecker. So, warte mal, wenn ich jetzt die... Soll ich die Gabel mal wegbringen? Eben? Ich kann mal machen. Ist die Schaufel, lasse ich mal hier. Nee. Warte mal, die hat einen Blenden, hilft ja nichts. Wo bin ich jetzt? Hier. So. Dann bringen wir die beiden mal zur Seite. Ich muss mal gucken, ob wir die in Zukunft überhaupt noch brauchen. Das ist dann die andere Frage. So. Und das springt er in die Außenkamera. Da gibt es eine dritte Kamera für, ne? Für diese Gabel hier. Warte mal, kann man die nicht einknappen oder war es bei der anderen? Hubmast ausfahren, Hubmast einfahren. Okay, der ist hier unten. Ist jetzt hier vorne vielleicht? Ich glaube, ach egal. Können wir jetzt eh dann offen lassen. So. So, nur ich glaube, beim Regal selber muss ich auch nochmal aufräumen, denn das war irgendwie ein bisschen chaotisch, ne? Zumindest dieses Kreuz muss ich da mal wegnehmen.
Ach, Mist. Was haben die da jetzt gemacht? Die muss ich mir gleich nochmal schnappen, sonst spackt die da nur rum. Die so kriege. Steckt die im Holz oder was? Oh nein! Mal Eirat reinschmeißen. So, jetzt habe ich sie. Und die mal daneben. Mache hier oben die für die Traktoren und unten fürs Bobcat, hätte ich fast gesagt. Gut. Und das Steuerkreuz, das nervt mich hier. Das würde ich gerne mal wegnehmen. Aber das kriege ich hier nicht dran. Das hat keine 3-Punkt-Aufnahmen. Nee. Okay. Was habe ich jetzt da unten noch? Habe ich jetzt zwei von diesen... Das ist doch diese eine Kupplung, ne? Können wir doch mal eine, könnten wir auch echt mal verkaufen. Das ist doch echt Schwachsinn. Wurde die eher fast überhaupt nicht benutzen. Das sind ja die, damit man das an Heck hängen kann, ne? Passt mal auf. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar steht da noch... Moment. Was ist denn das hier? Warum steht der eigentlich da unten? Was hat man da gemacht, YouTube? Und die beim Shop wird mir jetzt gar nicht angezeigt, die da beim Shop liegt. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Jetzt ist es nur noch die... Komisch. Egal, lass es mal lieber so. Aber ich mal wieder am Shop bin und verkaufe ich das Ding. So. Den lassen wir jetzt mal hier oben stehen. Gut, jetzt wollte ich mal den Unimog haben. Was das waren das denn? Hä? Ach der. Okay. Jetzt kümmern wir uns erstmal schnell ums Wasser. Weil sonst vergesse ich das wieder. Und dann sinkt die Produktivität. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Ich werde das Wasser auch kaufen diesmal, oder? Boah, Geld sparen. Eigentlich müssen wir mal sparen. Noch was hinten von der Wiese. Komm schon, komm schon. Noch was von der Wiese und nicht vorne aus dem Graben. Da sind wir ja schon mal stecken geblieben. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, und dann müssen wir natürlich auch nochmal ein Feld nochmal dazu kaufen, ne? So, also hier müssten wir irgendwo, müssten wir so einigermaßen drankommen. Ich mach mal Eirat rein. Ich meine sogar hier auf der Wiese. Wir fahren nochmal über die Brücke. Boah, das Feld da ist auch ganz gut dort. Verdammt, ey. Echt ärgerlich. Naja, heulen hilft jetzt auch nicht mehr. Das ist ja auch nicht meins, aber... Ich hab da vergessen, einfach... das abzuschalten mit der... Boah, es ist ja echt so traurig. Wenn man das sieht. Tut einem im Herzen weh. So, mal gucken.
Wenn wir jetzt hier dran kommen, können wir uns viel Geld sparen. Also ein Unimog ist echt praktisch, muss ich ehrlich sagen. So, ist voll. Moment. Ich würde sagen, der schafft das schon. Ist auch mal ein geiles Bild hier, oder? Kommt in Zukunft viel zu oft auf meinen Thumbnails. Sorry dafür. Aber der ist halt so universell einsetzbar. Vor allem finde ich den von der Animation hier so geil. Das Cockpit ist einfach klasse. So, ich würde sagen, machen wir mal einen Rundumschlag mit Wasser. Ich hoffe mal, dass die Schafe nicht wieder durch mich durchlaufen. Einige fliegen schon wieder. So mal aus dem Weg hier. Oh. Machen was sie wollen. So. Wasser auffüllen. Okay. Hat ja nicht gerade viel gefehlt. Mal wieder raus hier. Ich weiß gar nicht, bei den Kühen war es ja auf dem Feld oben, glaube ich, ne? Nee, das war, stimmt gar nicht. Das dachte ich mal. Ich habe letztes Mal schon gesucht. Das war nämlich hier drin. Hier war das nämlich. Okay, das reicht auch. Mal hier vorne wieder raus. Das sieht ja echt aus, als ob man hier ausmisten müsste. Aber wir hatten zuletzt mal schon probiert, das geht ja nicht. Wobei ich echt skeptisch bin, weil hier ist nichts drauf, ne? Und wenn wir beim Mist mal gucken, wo gerade Kugelstand, Misthaufen, doch, steht ein Misthaufen. Also, scheint er doch dann zu bleiben. Wie Kühe haben wir denn eigentlich? Nur 8 Stück? Ist ja nix, ne? Wie machen wir denn das? Der soll mal Geld investieren erstmal. Für die Kühe, wenn man genug da, Futter und so weiter. Das ist eine Kuh, kostet 2,5, also. Ich überleg's mir mal. So, jetzt einmal zu unseren Rindern und Schweinen. Vorne noch der Wassertank, ne? Okay, und einmal da drüben. Mal gucken, wie viel Gülle wir eigentlich haben. Denn wir brauchen die Gülle später,
um die BGA zu füttern. Da läuft hier so ein Skript von Upside Down. Und da macht das schon durchaus Sinn, dass wir ein bisschen Gülle haben zum Starten. Gut, Anhänger wieder weg. Da haben wir heute nichts geschafft, ey. Gras mir sieht schon wieder schlecht aus. So. Wollte ich von hier unten nochmal den kleinen Anhänger haben. Okay. Ich dachte mir, da können wir dann gleich mal ein bisschen mehr Silage verladen hier. Einen guten Brand, ne? Auf geht's. Brauche ich jetzt auch gar nicht zuklappen. Sollten wir jetzt nicht so viel verlieren. Ich hoffe, da geht auch welches rein. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube schon. So. Passt. So, ich versuche immer so von den Ansichten für euch immer so ein bisschen so die Mischung zwischen innen und außen hinzubekommen, dass man einfach mal sieht, wie arbeiten die Maschinen überhaupt, wie sieht das Ganze aus. Gerade wie hier bei so einem DLC von JCB zum Beispiel, damit es vielleicht da für euch dann nochmal, falls ihr doch nochmal Kauf entscheiden, keine Ahnung, dass ihr sagt, hey doch, ich muss das Ding haben, oder ihr sagt halt, hey nee, das ist ja gar nicht meins. So. Also ich arbeite mittlerweile echt sehr gern mit, aber das bekommt ihr ja auch mit, ne? Dass mir das Ding gefällt. Ich glaube, so mit dem Anhänger geht es dann doch ein bisschen flotter. Auch wenn da optisch unten alles durchfällt, da darf man mal nicht hingucken. Ne? Gut, der ist voll. Jetzt müssen wir wieder abdecken, dass uns hier nichts verfault. Wie haben wir hier überhaupt noch drin? Das ist ja auch mal interessant, ne? Okay. Schwupp. Gut, dann lassen wir das mal hochschleppen. Auch schön, wie der federt, der Anhänger. Da gibt es ja noch den passenden LKW dazu, ne? Den werden wir uns vielleicht später auch nochmal holen. Finde ich eigentlich ganz schön, so einen kleinen Sattelzug. Ne, ist ja kein Sattelzug, so einen kleinen Zug. Halt für so einen kleinen Hof.
So, und dann wird das Ding sicherlich erstmal voll sein, wenn da überhaupt alles reinpasst. Oder unterschätze ich das? Kann auch sein. Doch, geht aber alles rein. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. So, Silage. Wird sogar noch mehr reinpassen. Okay. Mischration haben wir jetzt 41.000. Und bei den Tieren müssten wir zwar noch nichts machen. Das ist ja noch. Also kommen die Kühe, stocke ich jetzt wenigstens mal auf 10 auf, ne? Damit wir mal eine runde Zahl haben. Ist ja auch rund, ich weiß. So. Was habe ich da jetzt gekauft? Ich tapp. Rinder, ne? Ich wollte aber Kühe. Oh, hatte ich jetzt gerade schon. Ne, 10 hat man jetzt, okay. Sehr schön. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's schon wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, YouTube. Und ja, Feldwachstum geht voran. Tiere werden wir natürlich dann weiter aufstocken. Grasmähen wollten wir in der nächsten Folge, ne? Das werden wir auch mit dem Unimog machen, aber dann auch mit dem Heckmähwerk und Frontmähwerk, ne, da hat er hinten auch eine Hydraulik. Und eine Zapfwelle, ganz wichtig. Macht's gut, danke für euer Feedback. Ciao.